Hallo Freunde, herzlich willkommen in der italienischen Küche von Hobbykoch Gourmet. Wir tauchen heute wieder in die italienische Küche. Wir werden heute ein sehr typisch italienisches Gericht machen. Und zwar werden wir Pasta, in dem Fall Spaghetti, mit Basilikumspesto machen. Ein hervorragendes Gericht. Ich kann euch aber sagen, ihr solltet dieses Mal bis zum Ende des Videos da bleiben, weil mir schon Fehler passiert und den werde ich am Schluss sagen. Wie ich es gemacht habe, schaut euch an. Los geht's! Für unsere Pasta mit Basilikumpesto brauchen wir folgendes. Ihr braucht einmal 50 Gramm Basilikum, frischen bitte verwenden, 100 Milliliter Olivenöl, 15 Gramm geriebener Parmesankäse, einen halben Teelöffel Oregano, da könnt ihr das Pulver nehmen, wenn ihr keinen frischen habt, so wie ich, eine Knoblauchzehe klein geschnitten, ein Esslöffel Pinienkerne und einen halben Teelöffel Salz. Im ersten Schritt geht ihr jetzt her und kocht eure Nudeln ab. Wie gesagt, macht es nach Anleitung, 7 bis 9 Minuten im Normalfall. Und dann nachher bitte nicht abschrecken mit kaltem Wasser, sondern heiß lassen, so wie ihr es aus dem Kochtopf nehmt. Jetzt in der Zeit gehen wir her und machen jetzt unsere Pesto. Das heißt, wir nehmen einmal unsere 50 Gramm Basilikum, geben sie ins Behältnis, geben dann das Salz, die Pinienkerne, die Knoblauchzehe und das Oregano. Jetzt nehmen wir den Zauberstab und vermixt das miteinander. Im nächsten Schritt gebt ihr jetzt nach und nach immer wieder etwas von eurer 100 ml Olivenöl dazu. Wenn ihr es jetzt schön flüssig habt und alles miteinander verbunden ist, kommt jetzt der nächste Schritt. Jetzt gebt ihr die 15 Gramm Parmesankäse dazu. Und jetzt hebt ihr den Käse unter eure Soße. Und fertig ist eure Pesto. Wenn ihr eure Pasta, in dem Fall Spaghetti, jetzt abgekocht habt, wie gesagt, nicht abschrecken und die jetzt in ein Behältnis geben, noch warm, ihr seht, es dampft alles noch richtig hier, ja? Dann nehmt ihr die Pesto, gebt die dazu und jetzt vermischt ihr das Ganze. Ihr könnt das alles auch noch ein bisschen schütteln und schwenken. So, und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch heiß servieren und fertig sind eure Spaghetti mit Basilikumpesto. Sieht unser Essen diesmal nicht lecker und vor allem auch gesund aus? Das sind unsere Spaghetti mit Basilikumpesto. Die Basilikumpesto hat doch richtig die Spaghetti grün gefärbt. So, und jetzt sind wir bei meinem Fehler. Der besteht darin, dass ich nur die halbe Portion von Spaghetti verwendet hat, die man für die Menge Pesto eigentlich bräuchte. Also, ich habe es trotzdem gegessen. Mir hat es geschmeckt. Es kommt auf euch drauf an, wie viel Öl und Pesto ihr dabei verwenden wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung, sprich einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, kann den Kanal gerne abonnieren. Es kostet euch nichts. Mich freut es aber, wenn unsere Community noch ein bisschen wächst. Mir bleibt bloß noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis Freitag. Tschaußen.